Ja, Leute, was geht ab und willkommen zu einer weiteren Streckenvorstellung. Heute zum großen Preis von Italien aus Monza vom Autodromo Nazionale Monza. Und bevor ich euch die Strecke zeige, die eigentlich gar nicht, ja doch, sie ist relativ lang eigentlich mit 5,7 Kilometern. Wie immer noch ein paar Fakten voraus. Also, wie schon gesagt, 5,7 Kilometer ist die Strecke lang, hat 10 Kurven, der Rundenrekord beträgt 1 Minute 21 von Rubens Barrichello aus dem Jahr 2004. In Monza wurde auch ein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt auf der langen, langen Start- und Zielgeraden. Erreichte Kimi Räikkönen 2005, Entschuldigung, eine Geschwindigkeit von 370 km/h. Monza ist seit 1950 vertreten im Rennkalender. Und ja, seitdem wird dort auch jedes Jahr gefahren, und wie heute bekannt wurde, soll die Strecke wohl bis 2019 weiter im Kalender bleiben. Also wir haben noch einige Jahre in Monza, und ja, ich würde euch nicht weiter auf die Folter spannen und zeige euch deswegen jetzt den Temple of Speed, La Pista Magica, wie Monzas Strecke so schön genannt wird. So, wir gehen direkt rein. Letzte Kurve, Parabolica. Früh aufs Gas, Schwung mitnehmen für die lange Gerade. Hier Startziel. Der ist aktiviert. Lang, lang. Mal gucken, was wir für ein Topspeed haben. Ich denke 345 ist machbar. Anbremsen nahe des 100 Meter Schildes ist schon fast zu spät. Für die enge Rechts-Links-Kombination immer Gefahrenpunkte brennen. Dann geht's rein in die Curva Grande. Eine langgezogene Rechtskurve, auch wieder Vollgas. Hier kommt wieder die Downforce zu spüren, die sehr weit unten sein wird. Anbremsen, oh, beim Sonnenaufgang schwer zu sehen. Anbremspunkt hier im ersten Sektor oder Ende ersten Sektor. Hin zu den beiden Lesmos. Lesmo 1 wird im fünften Gang gefahren. Lesmo 2 im vierten. Und dann geht's drauf auf die zweite DRS-Gerade. Auch da Geschwindigkeiten im Real Life bis zu 340 km/h möglich, bei mir jetzt nur 330 und sehr spät gebremst für die Variante Ascari. Nicht wirklich gut genommen. Raus auf die nächste lange Gerade, also ein Monster folgt gerade nach gerade hin zur Parabolica. Beim 50 Meter Schritt ungefähr bremsen, den Schwung wieder mitnehmen, ein bisschen weit rausgekommen. Rechts an die Boxengasse. Wir bleiben auf der Strecke und fahren 1:27.672. Ja, das war sie, die Strecke. Ja, in Monza. Oh mein Gott. Autodromo Nazionale di Monza. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Rennsonntag geht es auf dieser Strecke 53 Mal entlang. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Streckenvorstellung in Monza. Wir sehen uns in, ich glaube, 2 Wochen in Singapur wieder. Zum zweiten Nachtrennen der Saison, glaube ich. Und ja, bis dahin, macht es gut und haut rein.